War ja klar, dass das Programm wieder abstürzen muss. Kennen wir ja zu gut. Das ist ja nichts Neues. Sieht aber auch aus, als hätte ich braune Scheiße an den Händen. So, sorry dafür, aber das liegt am Programm und nicht an der Überbelastung meines PCs anscheinend. Das hatte ich als erstes vermutet. Aber ich bin ja schnell wieder da. Tja, Verzögerung ist auch wieder da, aber ich muss erst meine Hände waschen. Ey. Aber der Teig ist schon richtig cool, ey. Ihr seht's ja. Ja, schon richtig schön braun und schön geschmeidig. Und erst noch ein bisschen grisselig. Natürlich auch schwer, hier auf dem Stuhl irgendwie was zu kleben, ne? Eigentlich ist auf dem Boden besser. Oder zumindest auf einer Fläche, die gerade ist und stabil. So. Ich glaube, wir werden es gleich mal ausprobieren. Da etwas draus zu machen. Töte! Da spinnen wir da drauf. Ja, das ist Lebkuchenteig. Also ich hoffe es zumindest, dass es welcher ist. Ich muss die Kamera wieder umstellen. Ja, mein Programm ist wieder abgestürzt, wie immer, ne? Ist ja nichts Neues. Ich hoffe, dass es Lebkuchenteig ist. Ich weiß noch nicht, was es ist hier. Und ich weiß noch nicht, wie ich das hier... Ich glaube, ich mache Plätzchen. Moment. Also ich könnte es ja versuchen, aber das wird nichts werden. Mit der Rolle auszurollen. Meine Hände, ey. Es läuft wieder alles schief hier, wie immer. Das ist widerlich. Ich wasche jetzt meine Hände erstmal. Gott, oh Gott, oh Gott. Jott, oh Jott, oh Jott. Da war eine Scheiße dran an den Händen. Dass man das abbekommt. So, gute Handseife. Gott, das ist ja richtig hartnäckig, das Zeug, ey. Wow. Ich weiß nicht, ob wir hätten Leiten reinmachen müssen. Aber es stand nicht auf dem Rezept. Trotz Handseife geht es nicht ab, ey. Richtig hartnäckig, das Zeug. Meine Güte, ey. Wasser vielleicht. Oh, es ist echt hartnäckig. Meine Güte. Ich krieg gleich schon schrumpelige Hände. So. Gleich muss ich die wieder waschen. Ich sehe schon kommen. Ey. Gut, dass das andere schon völlig gebacken ist. So, das wird jetzt 100 pro nichts. Wie soll ich das denn festhalten? Doch, rein theoretisch würde das gehen, aber ich brauche mehr Haftung. Moment. Was für ein Hocken, wenn es so viel wird. Nicht so gescheit unterwegs. Ich rauche jetzt erstmal ein. Oh Mann. Also Lebkuchenmann wird es nicht, aber vielleicht können wir so Plätzchen machen oder sowas.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ich habe schon wieder zu viel Lärm gemacht, ne? Ist der Ton okay? Ich kann gerade nicht nachgucken. Ja. Also, ich finde die Qualität von der Kamera nicht so. Muss ich noch näher rangehen. Es ist schon ein warmes Bild, aber also vom iPhone war ich geflasht vom Bild her, ne? Aber jetzt bin ich nicht so geflasht vom Huawei. So. Nochmal in Ruhe. In Ruhe kneten wir den Zeug. Ja, das alles machen. Weil der backt auch alter Schwede. Das ist zäh wie Stein. Aber die Kuchenteig soll ja auch zart sein, oder? Nicht so hart. Ob wir den auch so dünn ausrollen sollen. Keine Ahnung. Vielleicht ist es gar nicht so eine gute Idee. Das ist ein Riesenhaufen Scheiße. Und es ist fleckig, ist ja nur deswegen den Haselnusskrakan. So viel bleibt an der Silikonrolle nicht, aber damit das auszustellen wird auch schwierig. Ich lasse es so. Ich mache mal so. Vielleicht wird das dann was. Das ist das Muster. Davon überhaupt da noch was übrig bleibt. Ich backe das jetzt erstmal so, ey. Das ist ja nur ein Test. Was macht Jessica hier? Scheißegal, wir schieben das jetzt so in den Ofen und dann ist gut. Ich will das Licht hier so machen. Das fühlt sich an wie Stein, du, ehrlich. So heiß, ne? Guck mal, ob das überhaupt was wird, ne? So, ich lasse mal bei 180 meine Hände waschen und dann packen wir endlich das Paket aus. Das ist die Hauptattraktion hier heute. War vorletzte Woche im Angebot, da habe ich es nicht bekommen. Es war so schnell ausverkauft. Jeder macht, backt sich wahrscheinlich so ein kleines Lego-Mäuschen zu Hause. Ne? Und dann war es Gott sei Dank nochmal wieder in den Regalen. Deswegen konnte ich es dann nochmal wiederholen. So. Tada. Sind sogar gut. Ich wollte noch Gummibärchen kaufen, aber da sind sogar welche mit dabei. Süß immer. Oh, ich finde das immer so süß. Ich habe auch extra Puderzucker gekauft, aber ist ja auch echt wenig, ne? Also, das ist nicht viel. Anleitung? Okay. Ah, wir brauchen sogar noch ein frisches Eiweiß. Okay, haben wir. Wofür? Ach, wegen dem Eiweiß zu stehen. Ah, okay, steif schlagen, so viel vom Puderzucker nach und nach unteren, dass ein sehr fester Guss entsteht. Ah, okay. Also ich kenne das immer so, dass man Puderzucker mit ein bisschen Schuss Zitrone und Wasser vermischt, damit das so eine Masse wird halt, ne? Aber wir können das gerne mal ausprobieren. Das Problem ist, dann haben wir ja ein Ei übrig. Was mache ich denn mal mit dem Ei? Eiweiß-Steißschrank kriegen wir hin.
kann dir auch nur empfehlen, dass jeder auf jeden Fall immer so ein hohes Gefäß nimmt. Weil im niedrigen Gefäß klappt das immer nicht mit dem Eiweiß-Fleischschwamm. Machen wir das doch. Ist doch gar kein Problem. Das Problem ist, wir werden einen Spritzbeutel brauchen und ich werde dann wahrscheinlich eher die Masse nehmen. Ich habe so ein Spritzding, aber ich weiß nicht, wie man das nennt. So, dafür brauchen wir dann den Puderzucker. Dann erstmal das Eiweiß da rein. Ohne das Eigelb bitte. Ist aber wenig, ne? Ich hoffe, das reicht aus. Ne? Wenn nicht, dann machen wir noch ein bisschen was. Das Eigelb packen wir beiseite. Ich muss das Eiweiß eben kurz hier machen, weil ich so weites Kabel nicht habe. An der Seite. Ich finde das ein bisschen fragwürdig, aber gut. Ich gucke nochmal nach. Ich habe extra schon abgewaschen, weil ich die ja vorhin benutzt habe für den Kuchen. 150 bis 200 Gramm. Das ist aber viel, ne? Also wir haben hier wieder so eine Standardpackung, ne? Da ist 250 Gramm drin. Und dann steht da ja Unterrühren, ne? Gut, okay. Frisches Eiweiß, ja, was ist denn unfrisches Eiweiß? Also, die Leute da ehrlich. Ich mache da trotzdem Schuss Zitrone rein. Ich kenne das so mit der Zitrone. Wir haben auch noch Sahnestreifen, falls alles schief läuft, haben wir auch noch das. Zitrone. Wie heißen das nochmal, die Glasur? Ich habe den Namen vergessen. So, Puderzucker aufmachen. Chaos hier, ey. Jetzt läuft der Stream, ne? Das ist verwunderlich. Also die Verpackungen sind auch bescheuert gemacht, ne? Der Streuer ist immer ziemlich geil, aber die Verpackungen so, die sind kacke. So, hoffentlich kriegen wir das hin. Ich mache erstmal Eiweiß steif schon. Hier wegmachen, was ich gerade gemacht habe. Ich mache da einfach nur ein bisschen Wasser mit rein, fertig. So. Wird auch eine schöne Masse, also es ist egal. Das ist genau so, wie es sein soll. Aber der hat ganz schön zu kämpfen, der Mixer. Eine schöne Masse geworden. Also ist genauso wie es sein soll. Den Mixer packen wir noch nicht so weit weg. Vielleicht müssen wir noch mal Masse anrühren. Ich zeige es euch mal eben kurz. So, fokussieren. Geht das? Ja, so sieht es gar nichts, ne? Ja, moin. So, ich zeige euch mal, was ich meine. Ich habe das ja schon mal benutzt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt benutzen werde. Wir haben ja diese Tüten. Das ist ja nicht das Problem. Apropos, wo ist der überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, wo er hin ist. Wir haben hier die Aufsätze für das Dingsen. Ich habe letztens hier aufgeräumt und ich habe den gar nicht gesehen. Habe ich den Ball nicht? Nein, da ist er doch.
Aber ich glaube, ich werde den nicht benutzen, weil da muss ich viel Masse reinfüllen. Und also ich finde den gar nicht so schlecht. Das ist so ein Dekorierset. Hallo, Kamera. Danke. So ein Dekorierset, da füllst du das da so unten rein. Da unten so rein. Aber das Problem ist, das ist eher so für Tortencreme. Hatten wir auch schon einmal benutzt. Es war gar nicht mal so schlecht. So. Ich mache das doch in Spritzbeutel. Ich hasse Spritzbeutel, aber gut. Mal gucken. Also. Ich mache bestimmt auch hier Riesensauerei. Ich überlege gerade, wo packe ich das überhaupt hin? Ich würde sagen, aufs Brett, oder? Schere? Habe ich Schere? Ich bin mal gespannt, ob der Lebkuchen hart wird oder weich. Es gibt ja weichen Lebkuchen und es gibt ja so harte Lebkuchen, ne? Ich weiß gar nicht, wo da der Unterschied ist, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung mehr. Prost. Katastrophen-Elli ist am Start. Ich will das schön machen heute. Ich will mir aber ein bisschen Mühe geben. Ach so, bevor wir weitermachen. Ich habe noch viel Dekoration. Ich will die natürlich verwenden. Wir hätten auch natürlich, hätten wir mal machen können, ne? Oh, ich wollte noch ein bisschen Lebensmittelfarbe mit reinmischen. Machen wir. Machen wir gleich. Ich hole mal eben kurz die Dekoration aus meinem Schrank, weil ich habe hier noch so niedliche Herzchen. Dann habe ich noch Perlen. Weil ich denke mal, dass wir sowieso noch eine zweite Mischung machen müssen. So. Ich mache mal ein, zwei Tropfen da rein. Wir haben ja Wir haben ja den Mixer noch da stehen, dann kann ich das eben noch ein bisschen einfärben. Ich nehme so Green Hell hier. Aus der grünen Hölle. Passt zu Weihnachten, ne? Grünes Häuschen. Bisschen waldmäßig, ne? Ja. Okay. Gerade eher aus wie, ich gehe mal zum Zahnarzt. Zahnpasta. Das sieht aus wie Zahnpasta. Ein bisschen Mint. Aber immerhin, ich habe es ein bisschen eingefärbt. Wir wollen auch die persönliche Note mit reinbringen hier. So. Ich muss ein bisschen ein. Und das ist schön weich, ja. Oh, mit Eingangstor. Nee, ah, ich sehe es gerade. Wir haben hier sogar ein Brett. Pappe. Kommt auf den Papier. So steht sogar da drauf, wie man es machen soll. Ja, ist eigentlich ziemlich easy, ne? Aber muss ich dafür jetzt die Spritze nehmen? Ich kann doch auch einen Löffel nehmen. Ja, man soll Eiszapfen da drauf spritzen und keine Ahnung. Aber ich verstehe nicht, ist das der Boden jetzt ernsthaft? Anscheinend. Das ist der Boden. Na gut, dann passt es anscheinend genau hier drauf. Okay, dann benutzen wir die Spritze. Dann müssen wir das damit festmachen. Das was wird, ey. Da bin ich mal gespannt. Wie ist das Wetter bei euch? Bei mir ist es vor, ey. Es ist Wind und arschkalt. Was sagt der Lebkuchen eigentlich? Gott, der fängt ganz komisch an, so zu glitzern. Das normal ist, naja. Wenn er so. Das ist Spritzbeutel. Man kann das ja so in dem Glas machen, ne? Mach ich jedes Mal nicht. So aufkrempeln und dann irgendwie versuchen, die Scheißmasse da reinzukriegen. Das ist jedes Mal eine Sauerei. Jedes Mal. Aber wie gesagt, egal. Wir können ja noch mehr. Also, alter Schwede, ey.
Guckt euch das mal an. Ja, genau. So sieht's aus. So wird das mit hart, ey. Die Zahnpasta. Hallo? Die gute alte Zahnpasta. Reicht wahrscheinlich nur fürs Häuschen so zum Anbacken, ne? Mal lieber spannend, ey. Wenn nicht, machen wir noch mehr. Alter, das ist aber auch eine Masse, ey. Das ist echt heftig. Beton, nur. Das ist Beton. Sieht aus. So, jetzt führen wir alles nach unten. Ja, das sind so eine Einwegspritzbeutel. Habe ich doch gut hingekriegt, ne? So, womit fangen wir an? Erstmal die Seitenteile, ne? Ich muss immer noch mal wieder. Eigentlich ist es ziemlich easy, ne? Aber ich weiß nicht, ob ich. Moment. Okay. Na, bin ich mal gespannt. Weil das Problem ist ja auch immer, dass alles immer nicht hält, ne? Das kennen wir ja schon. So, jetzt geht's ja schon los. Oh, Macarena. So, das wird ein bisschen. Ich glaube, ich werde einen riesen Sauerhai haben an meinen Händen. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Moment, hinlegen. Oder? Eigentlich ist es doof, was ich jetzt mache. Aber Moment, ich. Moment, bleib da mal stehen. Ah. Ich wollte das anders machen. Habe ich jetzt zu weit da? Oh, ich muss mehr an den Rand gehen. Nee, ich bin auch falsch rum, ey. So muss ich machen. So, Moment. Mache ich das da oben drauf oder mache ich das nicht so? Ich glaube, so mache ich das. So, und dann mache ich das so. Geht doch, ey. Oh, ich bin der Meister. Ich mache ja hier natürlich was zwischen. Das gehört sich auch so, damit es hier dran klebt. Oh, ist das sane? Ist das sane? Dann noch die andere Seite eben kurz mal. Oh, so. Zahnpasta-Häuschen. Bob der Baumeister ist wieder am Werk. Aber es funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Sondern kann ich nämlich hier, aber müssen wir trotzdem warten, bis es trocknet, ne? Hier schon mal eine Schicht drauf machen. Das zerläuft noch ganz schön. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert zum Trocknen. Aber wir können ja trotzdem ein bisschen schon mal verzieren und so, oder? Okay, alles krumm und schief. Alter. Warum ist denn hier so eine Lücke da oben? Alter, das ist betonhart, ne? Wäre ja nichts sagen, aber das habe ich gut gemacht. Sieht ein bisschen komisch aus, aber. Warte mal. Moment, Moment, Moment. Selbst der Zucker wird auf dem Ding schon hart. Auf dem, wie heißt es hier? Auf dem Mixer.
Ja, genau. Das wollte ich nicht. Mir gefällt das nicht. So. Heiß am Arsch. So, ihr seht zwar nicht von der anderen Seite, aber egal. Deswegen sitzen YouTuber auch immer auf der anderen Seite. So, ich muss mal kurz an meinen Balkon gucken. Heiß und fertig. Das sieht gut aus. Es riecht vor allem gut. Hätte ich nicht gedacht. Gut, wir machen das auf jeden Fall so, dass wir noch eine Schweite Spritze machen. Aber dass es schon so hart wird, das wundert mich okay. Es zerläuft aber ein bisschen, ne? Also so ist es nicht. Ja, nochmal alles zumachen hier. Da hat er gepupst. Spritzbeule. Das soll richtig schön cremig aussehen. Also richtig schön voll. Alles voll damit, aber das Problem ist, mein Mass ist gleich alle. Machen wir gleich noch eine Tour. Ich mache den Auseingang dicht hier. So. Gleich alle. Das wird ein bisschen runterlaufen. Nein. Na komm schon. So, ich wollte eben noch kurz den Rest da reinfüllen. So, dann brauchen wir das ja nicht abzuwaschen. Dann machen wir das gleich so in einem Gang weiter. Ab wieder nächstes Eiweiß schlagen, weil hier ist ja noch ein bisschen Masse drin, aber das ist ja egal. Wo packe ich den Löffel hin? Irgendwo hier. Ich muss nur ein bisschen Färbemittel holen. Was nehmen wir jetzt? Oh, ich weiß es nicht. Irgendwas Kolorierteres. Für Rottöne. Nur mal krass Yellow. Keine Ahnung, was das ist. So, ich brauche Ei. Wieder. Eiweiß. Gut, dass wir so viele Eier gekauft haben. Jetzt ist Maria, weil wir auch morgen noch brauchen. Eiweiß. Ach, scheiße, wir brauchen Puderzucker. Fuck. Ohne Puderzucker geht das ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich. Also ich habe noch Puderzucker, aber ich habe nicht mehr so viel. Das heißt, wir müssen gleich mit der nächsten Fuhre sparsam sein. Definitiv. Sparsamer als jetzt mit der ersten. So, Farbe reinmachen. Oh, der ist noch gar nicht offen. Ziehen wir mal, die habe ich noch nicht benutzt. Aber das sieht doch cool aus, oder? Bis jetzt? Das sieht doch cool aus, ne? Oh nein, jetzt ist mir das Plastik da reingefallen. Oh Mann. Das ist doch niemals gelb, ey. Das sieht aus wie rot. So, dann suchen wir nochmal nach Puderzucker. Ich zeige euch das gleiche alles. Ja, wir haben noch Puderzucker. Ich habe Gott sei Dank habe ich genug gekauft, ey. Oder ich habe immer genug im Vorrat, will ich mal lieber so sagen. Gott sei Dank. Wir können ja noch richtig Gas geben. Ich habe noch zwei Packungen. Ja, moin. Und noch so viel Deko. Das Haus wird bei mir, es wird knallen, Leute. Ich sag's euch, es wird knallen. Aber sowas von. Also, der Abend ist gerettet. Zweimal Puderzucker. So, ich wollte noch mal kurz gucken, was ich noch so hab an Sachen, die ich da drauf machen kann. Weil wir haben ja immer genug Süßigkeiten, ne? Marshmallow haben wir noch ein bisschen. Wildbeeren, also es wird ein, vielleicht wird es auch ein Hochhaus, ich habe keine Ahnung. So, aber erstmal Puderzucker und Start. Erstmal wieder rühren und Puderzucker. Puderzucker.
Kann man das gleichzeitig machen? Rühren und Puderzucker reinmachen. Oh. Jetzt ist es orange geworden durch das Grün. Die Masse auf jeden Fall. Die ist jetzt noch härter geworden. Ja, desto mehr Puderzucker man wahrscheinlich da reinmacht, desto. Ja, sieht aus wie Kotze. Boah, das fängt schon an zu kleben. Alter. Blenderdent, ne? Kann ich. Also, es wird jetzt ein bisschen Sauerei, aber ich werde den nochmal benutzen. Ist mir egal. Hände kann man waschen. Ich will jetzt nicht jedes Mal einen neuen Spritzbeutel nehmen. Alles klebt hier, alles klebt. Na, das ist ja Betonmasse. Es wäre vielleicht auch einfach gewesen, wenn man ein Glas genommen hätte, aber gut. Sie macht alles kompliziert, wie immer. Das sieht aus, ne? Scheinbar, ne? Das Leute. Da verrutscht nichts. Drei Wettertaft. Ich will nicht gegen das Häuschen kommen, weil fällt das wieder alles um. Man muss schnell sein anscheinend. Also, ablecken. Geht schon. Man muss schnell sein, wenn das ja alles so trocknet. Weil man kann das wieder auflösen, wahrscheinlich mit ein bisschen Wasser. So. Oh. Was erstmal wieder nach unten kriegen. Was sagt der Lebkuchenteig? Ja, der sieht in Ordnung aus da im Backofen. Das ist erstmal wieder alles nach unten kriegen, die Masse. Das sieht aus. Voll bunt. Seht ihr das? Guck mal. Das sieht voll bunt aus. Das ist lustig. Alter, schieben. Schieben. Oh Gott, oh Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier so ein aktuell wird. Obwohl doch. Da ich ja immer nichts hinkriege. Der will schon raus, der will schon raus. Gut, das wollen wir aber noch nicht. Moment, erstmal hinlegen. Beruhig dich erstmal. Wir müssen ja jetzt hier die Dekorationsartikel rausholen. Hm. Oh. Sweet. Oh, das ist Zucker. Das ist Zucker pur. So eine Katze ist das. Passt. Machen hier. Das kriegt ja voll fest. Mein Tisch sieht aus wie Sau. Meine hier auch. Krass. Und ich sag noch, wir müssen uns beeilen. Was ist halt jetzt hier? Kein Stress. Die Zuckermasse wartet. Nicht. Das klebt aber komisch fest da dran. Wir haben mehr Papier drin als alles andere. So. Was ist hier bloß wieder los heute? Oh, ich sehe gerade, der Pott ist im Weg. Ihr seht ja gar nichts, was ich gleich mache. Sagt doch keiner was, ne? Wie immer. So, also, bevor das hier fest wird. Oh, das wird schon fest. Okay, alles klar. Machen wir erstmal das Glas da unten hin. Oder? Ne, warte mal. Wir machen das nach da unten. So. Häuschen Deluxe, ne? Dann machen wir hier noch zwei hin.
kannst du nicht wählen. Ja, das wird so halten, ey. Ach, ich sag's euch. Bombenhart. So, dann mache ich auf die andere Seite auch noch. Das ist echt wie Zahnpasta. Das ist unheimlich, ey. Betonzahnpasta. So, ein bisschen aufkratzen hier. Das müssen wir daneben. Da können wir die Katze hier auch ranbacken unten. Die ist vorm Eingang. Und dann würde ich sagen, geht's weiter. Dann machen wir hier an der Seite die Brezel hin. Ich muss ja ein bisschen die Masse retten, bevor sie trocken wird. An jeder Seite. Ich weiß auch nicht. Wir haben auf jeden Fall genug Zucker. Zucker ist hier. Ja, genug. So. Können wir die Pinkies ranmachen. So, weil oben wollte ich nämlich dann das Dach verschließen. Aber ich muss mich ja beeilen jetzt hier. Ich will das komplett voll machen, das Haus. Ich habe noch nie ein Lebkuchenhaus gemacht, ne? Wusstet ihr das? Also ich habe echt noch nie ein Lebkuchenhaus gemacht. Das ist quasi Premiere jetzt. Deswegen wollte ich immer mal eins machen. Ach so, nein! Gar nicht smart jetzt. Wir wollten hier die Marshmallows oben drauf machen. Das verschließen wir quasi. Drei Stück, ne? Drei Leichen. Marshmallows sind nie verkehrt. Muss mal aufpassen, wo ich jetzt hinfasse, ey, bei dem, was hier alles klebt. Boah, Alter, das wird schon schwer jetzt. Das ist schlecht. Ich muss mich beeilen, ne? Sieht cool aus, wie das so orange-grün ist. Geil. Tut. Jetzt die Bautscheiße. So, drei Stück. Okay. Ich würde sagen, wir machen das so, dass wir hier erstmal die eine Seite machen. Ich mache hier so Rollläden. Und da mache ich Pünktchen. Aber die Pünktchen sieht man nachher nicht. Sieht echt freaky aus, dadurch, dass es orange-grün ist. Geil. Geil. Aber ich muss mich echt, also es wird schon schwer beim Drücken jetzt. Geil, ne? Oder? Wie immer. So, Smarties als erstes. Ich liebe es. Es macht Spaß. Es macht Spaß, es macht Spaß. Und das nachher alles wieder abzumachen. Geil. Ich liebe ja so Süßkram. Also ich habe erst Bedenken gehabt, dass es wirklich nicht hält, ne? Aber die Bedenken sind ja sowas von aufgeflogen jetzt. Ich möchte ja nicht so viel auf einer Stelle haben von dem gleichen. Ich will ja alles schön bunt gemischt haben. Aber wir wollen ja alles verwenden auch, ne? Ist ja klar. So, ich würde sagen, hier machen wir die Herzchen drauf. Ich hoffe, dass es funktioniert, wenn ich das so ein bisschen rüber streue. Ich brauche doch die Schere. Gut, dass ich sie nicht schnell weggelegt habe. Boah, nachher den ganzen Zucker hier aufräumen. Und sauber machen. Das wird ein Heidenspaß. Ich habe die nämlich die Tütchen alle zugemacht mit Tüger, damit es ja, safe ist. So, wie kriege ich die jetzt da dran? Ohne dass mir die Hälfte noch fällt? Ja. Anscheinend gar nicht. So Herzchen, sind die nicht süß? Das ist ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Muss wieder ein bisschen ranbacken. Die Herzchen. Oh, aber nicht unter meinen Fingernagel, bitte. Danke. Es ist Liebeshütte.
Ich muss mich doch beeilen. Obwohl das Coole ist ja, wenn es jetzt trocknet, dann kann ich ja mit der Spritze nochmal nachgehen. Das Einzige, was ich jetzt schon sehe, ist, dass es in dem Behälter auf jeden Fall schon furztrocken ist. Das ist schon mal safe. Gut, dass es nicht hält. Danke dafür. Was sagt denn ihr dazu? Ihr sagt gar nichts. Aber ihr guckt wahrscheinlich nur in den Ausschnitt. Fuck. Falsch angezogen gerade hier. Na gut, alles verbraten werde ich ja nicht, weil das ist ein bisschen viel. So geht das nicht, ne? Leute, ehrlich. Ist das nicht süß? Ja, es ist süß. Gut, Herzchen fertig. Dann drehen wir die ganze Geschichte mal um. Ups, ist abgefallen. Und dann machen wir als nächstes. Ja, die mache ich an der Seite. Dann mache ich jetzt die Gummibärchen. Und die Kügelchen. Ja, schon raus. Da. Mache ich schon vorher auf. Ist nicht falsch geschnitten. Ja, ich habe es aber wirklich safe zugemacht. Also da muss man sagen, ne? Jessie macht alles komplett sicher hier. Sicher abgelegt. So. Ich hoffe, das klappt jetzt noch. Scheiße. Okay, klappt nicht. Zu viel Druck. Nee. Fuck. Nee, das geht nicht. Oh nein. Scheiße. Alles an den Händen. Okay. Da muss ich jetzt Hände-Collage machen. Aber hier unten wollte ich eigentlich auch noch was reinmachen. Ja, es war klar, das ist zu viel Druck. Hier wird dann nicht ganz so schön, die Haushalte. Ist dann eben so. Oh, Alter. Alles an den Händen. Da unten wollte ich ja dicht machen. Ja, ich muss dann jetzt alles verwenden, geht nicht anders. Ich hoffe, das trocknet nicht ganz so schnell. Das ist dann nicht ganz so schön, aber gut. Da wäre die sichere Methode doch das andere Teil gewesen. Yay, yay. Backe, backe Kuchen. Oh, ich habe noch vor allem so viel davon. Das ist scheiße, ist das Kacke. Kacke. Ich will jetzt aber auch keinen zweiten Spritzbeutel mehr nehmen. Ja, ich glaube, den Rest weiche ich dann ein. Das ist zu viel Masse, die ich habe jetzt noch übrig. Steht in kein Verhältnis mehr hier. Da läuft eine Wurst raus. Ich versuche hier noch ein bisschen was ranzubacken, ey, damit die eine Seite ein bisschen überladen, aber gut. Hm. Batsche, batsche, Mitsche. Ihr seht ja auch, es läuft ein bisschen, ne? Also so ist es ja nicht. Ich will ja nichts wegschmeißen hier. Also mache ich da alles rauf. Fertig. So. Los im Müll, ey. So, was sagt denn der Rest? Oh ja, es geht noch. Alter. Oh Mann. Oh man. Das kracht zumindest nicht zusammen, ne? Muss man ja sagen. Also das habe ich hingekriegt heute mal. Mein erstes Lebkuchen aus. Dann darf es auch so aussehen, ne?
So, ich muss mal ganz kurz alles einweichen hier. Scheiße. Ah. Wasser daneben gekippt, aber es ist nur Wasser. Mit Zucker. Gut. Das geht ja Gott sei Dank schnell vor. Ich muss mal ganz kurz, ich habe die schöne Ladung nach unten geschüttet. Na. Ich muss erstmal alles ein bisschen einweichen. Ne? Das ist zu viel Zucker. Und Hände waschen vor allen Dingen. Ah, Beeilung, weil sonst ist es trocken. Obwohl, eigentlich geht's. Also ich finde, die Zeit dazwischen, die man hat, das geht noch. Ist machbar. So. Muss mal eben kurz alles aufwischen hier. Das ist gerade alles daneben gepitchert. Aber ja, ist ja nur Wasser, ne? Wir wollten ja eh den Boden wischen, Kapi. Haben wir ja gerade überhaupt nicht erst gemacht. Alles am Schrank natürlich auch. Oh Mann. Aber das kennen wir ja von Jessica. Ohne Sauerei geht hier gar nichts. So, was macht eigentlich der, ich glaube, den Lebkuchenteig können wir mal langsam ausmachen. Der sieht schon so gut aus, aber ich weiß nicht, ob er fertig ist. Es riecht auf jeden Fall. Oh, was für eine Dummfuck. Ja, ich mach den aus. Der ist schon fest. Was heißt fest? Also, oh, ich habe ja Zucker auf dem Boden. Da darf ich nicht reintreten. Da ist hier irgendwas nach unten gesegelt. Wahrscheinlich, als ich es in der Hand hatte. Oh, was für eine Sauerei hier heute. Ja, es tropft hier runter. Hm. So schnell! Mein Tisch sieht aus. So, die Gummibärchen. Das wird eigentlich, das ist natürlich absolut Chaos, weil das zu essen nachher, da musst du ja die ganze Platte essen. Weil der Zucker wird ja so hart, da kannst du ja nicht einzeln abbrechen. Dann. Das wird schwer. Oh, Zucker, ey. Ja, ja. Lacht ihr mal, ne? So, Kübelchen. Ich gehe wahrscheinlich jetzt nicht so einfach dran. Nee, mal den Zucker nicht wieder hinwaschen. Oh Mann, wo wollt ihr hin? Alle Einzelne. Alle Einzelne. Hier sind wir sind abgesackt. Na, das backt nicht. Soll ich alles reinzeln, so reinmachen. Ich wollte das eigentlich alles wegmachen. Oh, mein Laptop. Da muss einer auf dem Boden gelandet, aber gut. Die saugt man dann ja weg. Kommt dann alle nach oben jetzt hier, Kügelchen. Sauerei des Jahrhunderts. Ein paar haben wir aber noch. Die sind unheimlich lecker, die mache ich voll gerne, diese Kügelchen. So. Fertig. Welche Hände waschen? Es sieht aus in der Kamera ganz furchtbar, obwohl so sieht es gar nicht so schlimm aus. Next. Oh, müssen wir grüne Bärchen vergessen. Ich weiß gar nicht, ich glaube die Kügelchen mache ich nicht drauf. Ey, das ist so eine Sauerei hier, weil es nicht so dran backt.
Ich habe hier natürlich noch an der Seite ein bisschen. Machen wir dann vorne und hinten. Gut, dass man das noch ein bisschen verteilen kann. Der Mast, dass er noch nicht ganz so trocken ist. Das ist Katastrophe. So, andere Seite. Hier ist ja auch mehr als genug Wasser. Das Lebkuchenhäuschen besteht eigentlich nicht aus Lebkuchen, sondern aus Zucker. Eieiei, Hauptsache die Katze ist noch da. Im Hexenhaus. Man sieht das gar nicht, die Kontaktlinsen eigentlich so, ne? Ich mach gleich die Kamera hoch. So. So sieht's aus. Mein wunderschönes Lebkuchenhaus. So, ich würde sagen, das packen wir mal beiseite, lassen das trocknen, weil das ist mehr als genug Sauerei. Alter, wie mein Tisch aussieht, ihr seht das gar nicht mal so. Aber es sieht Katastrophe aus auf jeden Fall. Die Küche sieht allgemein Katastrophe aus. So, dann holen wir gleich mal den Lebkuchen raus und gucken mal, wie er geworden ist. Ja, in Videos ist immer alles schön und fein, weil wir dazwischen durch das Video schneiden und auf einmal sieht alles wieder in Ordnung aus. Also den Schnipsel kann ich hier nicht machen. Das geht hier nicht. Leider. Ich glaube, ich kann da erstmal saugen hier, ne? Oh, Alter Schöne. Überall, auch im Laptop. Eieieiei. Solange man nirgendwo reinlatscht, ist es in Ordnung. Aber hier sehe ich auch gerade, also immer was zu nehmen. Geil, ich finde das gut geworden. So wie ich wollte zumindest. Schade immer, dass die Spritztüte gerissen ist, aber das macht ja nichts. Irgendwann kann man sich da ja mal was Professionelles holen, auch wenn ich die nicht so mag, die Spritztüten, aber eigentlich sind sie eigentlich am besten sind sie. So, jetzt ist der Tisch auch wieder sauber. Tja, so läuft das hier. So, Lebkuchen rausholen. Wenn man bedenkt, so, ne, hier auf dem Bild ist das voll so dezent. Und meins ist einfach mal dezent überladen. Aber sowas von. So. Eieieiei, aber sowas von überladen. Ja, das ist halt ein fettes Haus, das ist eine Villa. Ich packe mir kurz den Messer weg. Ich bin schon wieder dezent voll. Erstmal alles wegpacken. Ne, das mache ich später. Bevor mir wieder das Haus fällt. So, die Kuchen. Also der Ofen ist ja noch, hat ja noch Restwärme. Und wir wollen nicht, dass es steigt. Ich nehme mal eben kurz den Zucker von der Schere weg. Eieiei. Geworden ist. Oh ja, auf der einen Seite ist er schon ein bisschen verbrannt. So sieht er aus. Ist natürlich noch extrem heiß. Deswegen müssen wir warten, bis er ein bisschen abgekühlt ist. Ich bin mal gespannt, wie er schmeckt. Da bin ich mal ultra gespannt. So. Ja, mal gucken, wie das ist mit der Kamera da nochmal, ne? So, ich den Fokus macht die aber auch nicht, ne? Dicht, ja. Doch. Die lässt mich alt wirken. Ich weiß, dass ich alt bin, ne? Aber... Ja. Hm.
Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir es geschafft, ne? Ein erstes Lekornhäuschen. Tada! Ach, wir haben ganz vergessen, die drauf zu machen. Aber egal. Ja. Nein, brauche ich jetzt auch nicht mehr drauf machen. Ich glaube, man muss ein bisschen krassere Schminke machen zu den Lenses. So. War das anstrengend. Aber nur wegen Beeilen und so. War das anstrengend. Ja, und ihr seid auch wieder sehr gesprächig heute. Wie immer. Kenne ich ja von euch. Gut, aber dann haben wir den Test mit der Kamera ja schon mal bestanden. Funktioniert. Sitzt, wackelt und passt. Ich muss mir nur was für morgen dann überlegen. Wie ich das mache mit der Kamera. Schade, dass man die Auflösung nicht einstellen kann. Das ist echt schade. Aber nun denn. Es ist wie es ist. So. Weil das ziemlich weich ist, das Bild so, ne? Irgendwie. Ja. So, meine Lieben, ich würde dann sagen, we have done it. Aber das Geile ist, ich habe auch ein super ultra langes Kabel, das heißt, ich kann rein theoretisch mit Handy immer machen, was ich möchte. Und wir beenden jetzt den Stream, deswegen versuche ich das nochmal so. Sieht aus wie ein Horst, ne? Danke. Da ist es. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ja, das ist dann der Nachteil, ne? Machen wir die App schon neu starten. Settings. Ja, auch da gibt es wieder eine Pro-Version. Ich weiß, es brauchst du mir nicht zu sagen. So, jetzt muss das Bild eigentlich gleich wieder kommen. Also die Technik, die begeistert, ne? Tada! Oh, wie meine Spüle aussieht. Kann man auch zoomen? Oh, tatsächlich, man kann zoomen. Geil! Und muss meine Kamera wieder Zeit verzögern. Ja, und das Lekorn. Wow! Ihr seht, an der einen Seite ist ein bisschen verbrannt eben halt, ne? So, und mein restliches Chaos. Jetzt seht ihr mal die Küche ein bisschen in ultra geiler Qualität. So, nein. Kapi. Ich werde jetzt offline gehen. Das ist so. Ja, habe ich jetzt zwischen den Zehen. Kari ist Baron Dodol. Nein, habe ich nicht. Es ist so ein Spielgerät hier. Ah, es ist schon cringe, ne? Ich muss meine Augen dazu schwarz schminken. Das ist doch cringer aus, cringer, cringer. Was ist die Form, die Multiplikationsform von cringe? Cringer? Aber so fokussiert er nicht, ne? Oder? Ich bin irre geworden. Fokus. Hm. Ey, man sieht wirklich alles Detail. Das ist krass. Ja, jetzt habe ich wieder auf den Knopf gedrückt. Okay, gut. Hören wir auf mit diesem Cringe-Scheiß, weil ich mache nur Kacke. Ich würde sagen, wir sehen uns später beim späteren Stream nochmal wieder und haut rein. Ich wünsche euch, falls ihr später nicht mit dabei seid, noch einen schönen Saturday Night. Und warum ist meine Hand schon? Egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächstes Mal. Ciao!